greife mit den Händen zum Boden und komm in einen herabschauenden Hund. Der Bobsch kommt so weit wie möglich in die Höhe. Deine Brust zieht zur Matte. Dein Nacken ist entspannt. Schultern weg von den Ohren. Falls es dir in den Beinen zu sehr zieht, winkel sie leicht an. Wichtig ist in dieser Position, dass du die Brust öffnest und dich schön in den Schultern durchdrückst. Trete jetzt abwechselnd in die Matte und versuche jeweils ein Bein ganz durchzustrecken. Zieh die Fersen zum Boden. Halte noch einmal die Position. Zieh jetzt ein Bein angewinkelt in die Höhe und zieh deine Zehenspitzen zur anderen Seite. Öffne die Hüfte. Und Beinwechsel. Komm wieder in den herabschauenden Hund. Winkel jetzt die Beine abwechselnd an und streck sie dann ganz durch. Zieh die Fersen Richtung Boden. Noch einmal und komm runter in den Vierfüßlerstand. Versuche jetzt aktiv deine Schultern und vor allem deinen Bauch fest anzuspannen. Häng nicht im Hohlkreuz und zieh jetzt unter Spannung abwechselnd dein Bein Richtung Decke. Strecke es jetzt nach hinten aus und mach weiter mit derselben Bewegung. Jetzt kommt der pinkelnde Hund. Öffne deine Hüfte seitlich und zieh dein angewinkeltes Bein so weit wie möglich nach oben. Strecke jetzt dein Bein seitlich durch. Zieh es gerade nach hinten und komm wieder vor in den Vierfüßler. Und streck dein Bein gleich wieder zur Seite. Wiederhol die Übung und leg dein Bein dazwischen nicht ab. Und jetzt kommen wir zur anderen Seite. Los geht's! Zieh deinen Fuß zur Decke, spann deinen Bauch fest an und fall nicht ins Hohlkreuz. Zieh jetzt dein Bein gestreckt nach hinten. Und jetzt kommt der pinkelnde Hund. Und jetzt das Ganze in einer Bewegung. Zieh dein Bein zur Seite, nach hinten, in einer Runde und beginne wieder von vorne. Geschafft. Ablegen. Weiter geht's. Bleibe im Vierfüßler und komm hinunter auf deine Ellbogen. Zieh jetzt dein Bein gestreckt und gerade nach oben. Zieh es jetzt aktiv nach oben und halte. Drück die Hüfte schön nach hinten, sodass du nicht allzu sehr nach vorne fallst.
Und jetzt wippen. Gleich hast du es geschafft. Und ablegen. Wir wechseln das Bein. Ziehe zuerst wieder gerade nach oben. Dein Knie ist ganz durchgestreckt. Und jetzt wieder aktiv halten. Und wippen. Geschafft. Super gemacht. Komm wieder hoch ins Stehen. Wir kommen zu einer weiteren aktiven Dehnübung für unsere Hüfte. Wir ziehen jetzt ein Bein abwechselnd so weit wie möglich in die Höhe. Das Ganze machen wir ohne Hilfe von Schwung und natürlich nur ganz kontrolliert mit Kraft. Versuche die Balance zu halten. Wenn du noch Schwierigkeiten damit hast, halte dich an einer Pole oder an einer freien Wand fest. Wenn du auf deinen Fuß schaust, ist er eher seitlich ausgedreht als gerade. Strecke beide Beine die ganze Zeit fest durch. Achte darauf, dass du deine Hüfte weder nach innen noch nach außen verdrehst. Das ist am Anfang sehr schwer einzuschätzen. Gut wäre es, wenn du einen Spiegel hast und dich währenddessen beobachten kannst. Deine Hüfte möchte nämlich immer in die einfachere Position. Wir machen es uns natürlich nicht so einfach und versuchen unsere Hüfte währenddessen die ganze Zeit stabil und gerade zu halten. Zieh jetzt dein Bein 10-mal mit Kraft kontrolliert nach oben, so weit wie es dir möglich ist. Winkel jetzt dasselbe Bein an und zieh dein Knie seitlich zur Decke. Noch einmal und abstellen. Kurz ausschütteln und wir kommen zur anderen Seite. Achte wieder auf deine Hüfte. Strecke beide Beine die ganze Zeit durch. Und zieh dein Bein mit Kraft nach oben. Noch drei. Und jetzt ziehen wir wieder angewinkelt zur Seite. Wir gehen in die zweite und letzte Runde und wiederholen das Ganze noch einmal. Versuche diesmal die Balance zu halten, falls du dich gerade noch angehalten hast. Los geht's! Zieh dein Bein gerade und gestreckt in die Höhe. Achte auf deine Hüfte, bleib stabil und dreh sie nicht aus. Noch drei. Und jetzt zur Seite. Super gemacht, wir wechseln das Bein. Zuerst wieder gerade und gestreckt nach vorne in die Höhe ziehen. Und jetzt seitlich. Und geschafft. Super, dass du durchgehalten hast. Mach eine kurze Trinkpause. Die hast du dir verdient.